Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica, dem Spiel, wo wir unter Wasser überleben müssen. Und wir haben das letzte Mal angeschaut, wie man diesen Bouillet macht. Und ich habe alles gesammelt dafür. Das war nicht viel. Deswegen auch einmachen. Der ist dafür da, um ein Signal zu setzen, mit dem wir wissen, wo unsere Basis ist. Deswegen werden wir uns darum kümmern, die wir einfach hier hinbinden und am besten irgendwo hinschmeißen. Ich denke, hier wäre die optimale Option. So. Moment, ich sammle wieder ein. Ich guck mal hier. Nee. Hier unten. So, soll der Hund noch bleiben. Perfekt. Wir können nämlich bearbeiten. Und den Basis. So. Haben wir gemacht? Jetzt ist hier auch Basis. So, perfekt. Was wir jetzt machen können, wir gehen erstmal hier rein. Und den Signal. Basis, so, die machen wir einfach, keine Ahnung, gelb, weil das unser Hauptding ist. Das machen wir auch gelb, weil das gute Sachen sind, so. Deswegen gelb, weil, warum nicht? So, jetzt haben wir ein Signal. Und das ist gut, dem Signal werden wir auch nachgehen. Allerdings, würde ich gerne mein Detail erklären. Und dann würden wir zum anderen Signal gehen, was dann noch da war. Da ist noch was und da würde ich gerne hingehen. Das wäre nämlich ziemlich praktisch. So, ich lehre mein ganzes Inventar. Alles reinmachen, was wir haben. Batterie werden wir wahrscheinlich erstmal auch nicht brauchen. Die ist eh leer. Siegleiter wird noch ein bisschen reichen und der Rest. Scanner hat noch genug. Taschenlampe ist schon fast leer. Ne, was heißt fast leer? 60% ist nicht fast leer, aber egal. Und von den Stats her sollte es eigentlich erstmal reichen. Kann ich eigentlich euch scannen? Griff drücken. Einheimische Leben vom Griff drücken. Oh. Artige Nessel. Ist die Pflanze? Ja, ist die Pflanze. Oh, das ist natürlich... interessant. Ah, wir können... wir können hier Zeug drauf finden. Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Komm schon. Silber. Oh, das ist extrem praktisch, was ich hier finden kann. Ein bisschen Sauerstoff wäre jetzt auf jeden Fall praktisch. Hey, ich habe gerade mein Inventar geleert und habe es wieder aufgefüllt. Mit Zeug. Das war vielleicht nicht ganz so schlau, würde ich mal sagen. Aber ja. Jetzt gehen wir zum Signal. Jetzt bin ich mir sicher, dass wir zum Signal gehen, weil wir haben nichts mehr zu machen. Ja, und deswegen würde ich sagen, dass wir uns auch direkt dort sehen, weil ich glaube, die Fahrt werden wir keiner sehen. Ja. Bis gleich. Und da wären wir. Sind hier endlich angekommen. Hier ist ein riesiger Rack. Ein riesiger Rack. Der hier ein bisschen kaputt ist. Den werde ich mir, denke ich, auch jetzt nicht anschauen, weil ich glaube, brauche ich einen Lasercut dafür. Seemottenfragment. Das sollten wir auf jeden Fall scannen. Denn eine Seemotte ist, glaube ich, so eine Art Unterwasser-U-Boot. Baupläne 1 von 3, okay. Stimmt, wenn mir fällt, wo es mir gerade auffällt. Wir haben von dem letzten Ding, was wir hier gefunden haben, haben wir nicht das PDA gelesen, was da stand. Wir könnten nämlich perfekt stehen, wie wir vielleicht wissen wollen. Und das ist ganz schön tief hier, würde ich sagen.
Das ist so Datenbanken, zwar bei oh, ich weiß nicht, was das kurz Hinweise da nicht gut, das Sachengebiet. Also hier ist natürlich der Höhleneingang und dieses riesige Rack. Aha. Du sollst auf jeden Fall merken, dass bei dem Teil der Rack steht. Und was ich machen könnte, ist mich erstmal dahin zu bewegen. Und auch ein bisschen zu scannen von den Sachen, die ich dort finde. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Warum auch immer ich das gerade gescannt habe, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Scanner rum. 30 seconds. Integrating new PDA data. Das heißt, ich soll auf jeden Fall aufpassen mit dem Sauerstoff. Da lege ich hier sehr schnell runter und ich bin 70 Meter zu tief, deswegen. Ja, wäre vielleicht gar nicht mal so praktisch, wenn ich untergieße. Okay, wir sind ziemlich weit weg vom Raumschiff. Wir sind ziemlich weit weg gelandet. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde sagen, wir gehen zurück. Da ist Rettungskapsel 17. Ihr solltet auf jeden Fall mehr aufpassen, vielleicht finden wir noch irgendeine Rettungskapsel. Und ja, ich gehe zurück zur Basis. Und dann gucken wir, was wir dort machen. Wahrscheinlich bauen wir sie gleich aus. Bisschen, würde ich sagen. Ich bin in der Basis angekommen und wir haben ein Problem. Strahlung. Ja, direkt bei unserer Basis, das kann gar nicht gut sein. Denn wir brauchen jetzt Strahlenschutz. Wir brauchen Fasergewebe, zwei Stück. Und daher brauchen wir zwei Schlingpflanzen, die wir nicht haben. Überhaupt nicht gut, wie ich sage. Wir müssen uns eine weitere Schlingpflanze holen. Und dann brauchen wir noch zweimal Blei. Dass wir irgendwie herholen sollen. Ich würde sagen, dass ich mich hier schnell wie möglich wegbewege. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, Strahlung ist verschwunden. Puh. Ja, das ist ein kleines Problem. Das ist ein kleines Problem, das ist ein ziemlich großes Problem. Wir müssen jetzt noch Blei finden. Wobei, ich glaube, ich hatte was da drin gehabt. Ah, nicht gut. Auf jeden Fall bewegen wir uns in die Wälder. Die sich in der Nähe befinden. Und in diesen Wäldern schauen wir uns ein bisschen nach Blei um und nach dem Dinger. Wie heißt das? Nach den Pflanzen. Pflanzen müssten wir nicht direkt hier rauskriegen. Perfekt. Okay, schauen wir nach Blei. So, ich bin jetzt in meiner Rettungskapsel. Und kann jetzt gleich das Ding machen. Ich brauche nur Fasergewebe. Und dann müsste ich schon den. Wir brauchen zwei Stück. Wir brauchen zwei Stück. Ich bin gleich wieder da. Okay, jetzt haben wir, denke ich, genug, um das zu machen. So, Fasergewebe. Und wir haben einen Strahlenschutzanzug. Wir müssen noch automatisch ausgerüstet haben. So, wir haben auch einen Strahlenschutzhelm. Das heißt, gegen Strahlung sind wir jetzt geschützt, was gut ist, denn in dem Gebiet, wo ich gerade die weiteren Schlingpflanzen geholt habe, ist bereits Strahlung. Und ich glaube, ich bin zwar kein Profi, aber ich glaube, dass es unter Umständen von der Aurora kommen könnte. Und wenn ja, wäre das gar nicht mal so geil. Das heißt, ich gehe zurück zu meiner Basis. Und ich denke, im nächsten Part werden wir uns dann darum kümmern, die Aurora aufzündig zu machen und gucken, wie wir Strahlung wenden können. Weil ich glaube, da war irgendwas in dieser Art.
So, hier wäre ich wieder und das Problem, was ich gerade habe, ist, ich habe ein bisschen viel Titan. Und deswegen würde ich das gerne verwenden. Ich glaube, ich könnte die Basis ausbauen und es dadurch verwenden. Der Scanner war da definitiv die falsche Option. Ich wollte dieses Werkzeug haben. Oh, die Frage ist nur, was brauche ich das? Ah, Hüllenstärke. Wir haben so eine Hüllenstärke. Und soweit ich weiß, müssten wir sie immer oben halten, dass uns unsere Basis zerfallen kann. 30 Sekunden. Und die Verstärkung braucht für Lithium und das kriegen wir erstmal nicht. Was wahrscheinlich gar nicht mehr so geil ist. Mehrzweckraumbestandteile unbekannt. Der wäre vielleicht unser, sollte unser Hauptraum werden. So, ich würde gerne jetzt reingehen, zum Sauerstoff zu holen. Perfekt. Ansonsten weiß ich nicht ganz, was ich noch machen kann. Was bist du? Ein etwas aggressiver, ein Beißer. Soll das ein Piranha sein? Aber der scheint nicht besonders nett zu sein, was soll das? Oh, wir können auch Fenster reinbauen. Oh, das ist cool. So, wir können auch also ohne diese Plattform weiter erweitern. Und ich denke, in die Richtung werden wir auch später ausbauen. Ah, okay, er setzt aus Mahlstand so runter. Das ist definitiv praktisch, würde ich sagen. Jetzt haben wir eine etwas größere Basis. Oh, also ich glaube, es ist ziemlich cool, in was sich das so langsam entwickelt. Ich glaube, es ist ziemlich cool, aber ich würde sagen, dass wir das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Nächstes Part werden wir wahrscheinlich um diese Aurora kümmern. Da, das mit der Radiation, ich glaube, es wird langsam ein Problem. Auch wenn ich zwar einen Anzug habe und so, weiß ich, dass später wir einen Helm haben werden. Oh, wir können zur Pitch darum irgendwann kümmern. Es gibt später einen Helm, den ich glaube ich noch nicht habe. Der uns ermöglicht, tiefer zu schwimmen als 100 Meter. Und diesen Helm würde ich sehr gerne haben. Nee, haben wir auch nicht. Und ja. Aber wenn wir den Helm halt anziehen, müssen wir halt Radiation in Kauf nehmen. Und deswegen will ich mich darum kümmern. Aber ja. Deswegen, wie das Ganze hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Subnautica. Bis dahin. Alola.